Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tropico 5. Ich freue mich auch ehrlich drüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz ehrlich, wirklich. Kein Scheiß. Nö. Und wir sollen ein bisschen Kohle machen. Und das machen wir auch. Aber natürlich nichts das ohne Auftrag. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Bauen Sie eine katholische Mission? Was? Bezahlen Sie Geld? Geld haben wir nicht. Dann bauen wir lieber eine Mission. Hilft dir nichts, ne? Bauen wir irgendwie so eine Mission. Wo war denn die noch gleich? Da, katholische Mission. Das ist nie verkehrt, ja? Vor allem, wenn es um uneheliche Kinder geht. Großartige Neuigkeiten. Oh, Plantagenverbesserung. Aber vorher brauchen wir neuen Wohnraum, ja? Wir brauchen Häuser, Freunde. Häuser. Machen wir hier mal so ein paar hin, ja? Dann können unsere Baujogis natürlich auch mal ein bisschen arbeiten. Die sind aber auch schon fleißig dabei, neue Arbeitsplätze hier zu schaffen. Ganz, ganz wichtig. Und denn, wenn die Leute keine Kohle haben, wohnen sie halt in solchen Verschlägen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil ist ja auch hässlich. Und wir sollen Landhäuser bauen, da haben wir jetzt, glaube ich, mehr als genug von. Eine Taverne sollen wir bauen, haben wir gemacht. Wir brauchen Unabhängigkeit irgendwann mal. Eine katholische Mission sollen wir in 7 Monaten bauen. Dann höhen wir mal schnell fix die Prio von dem Ding. Ja, zack. Es sind schon 2 Jungs da. Der dritte kommt auch noch und wahrscheinlich der vierte auch noch irgendwann. Ah, nee, nicht ganz. Wechseln sich ab. Tja, aber irgendwie passiert da nichts. Doch, jetzt. Schneller Schwungbau, ja. So, aber vorher, bevor das jetzt hier weitergeht, möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal schnell gucken. Eine Luxusvilla könnten wir eigentlich mal eine bauen. Ihr wisst schon, für die Wohlhabenden. Und noch eine im Rücken. Zack, 2 neue Luxusvillen. Kann man immer mal brauchen. Eine Taverne setzen wir da auch noch mit her. Dürft ihr nicht unterschätzen. Im Übrigen, Tavernen unheimlich wichtig. Eine kleine Gartenanlage kommt hier noch mit hin, weil muss ja auch schön sein. Opernhaus könnte eigentlich auch als bauen. Ne? So, zack. Daher noch. Gut. So, dann haben wir das Problem auch gelöst. Mit der Unterhaltung. Einen kleinen Laden brauchen wir nicht. Wieso ich jetzt so bescheuert rede, weiß ich allerdings auch nicht. So, und dann bauen wir hier noch ein Leuchttürmchen hin. Mal den hinbauen. Wenn ich hier hinsetze, muss im Wasser platziert sein. Auf den Bildern sah das irgendwie anders aus. Aber wir wollen ja nicht meckern. Bauen wir das Ding dahin. Jetzt haben wir unsere ganze Kohle mal locker verschossen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Den Leuchtturm haben wir ja. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Ja, genau. So finde ich das super. Alle Soldaten, Gebäudeeffekt, bla bla bla, Entwicklungshilfe, machen wir mal Tycoon. So, zack, schauen wir mal unseren Nachfolger. Den schicken wir jetzt in einem pinken Astronautenanzug. Naja, nee. Ist doch unehrlich, oder? Ja. Weiß ich nicht. Falls ihr das hört, was gerade im Hintergrund passiert, das ist einer meiner Nachbarn. Der meint, er müsse jetzt unbedingt Holz sägen. Ganzen Tag. Den ganzen Tag. So, machen wir mal ein bisschen hier Road. Nein, Punker ist cool. So, Hütchen gibt's auch noch. Ein Cowboy-Hut, warum nicht? Klar, Sonnenbrille kriegt er auch noch, aber hier so ein Filmstar, weißt du, ist ja, ne? Zack, neuer Typ, passt perfekt. Und das ist unsere Stammdynastie, wir können auch ein paar Leute in Ruhestand geben, wenn dann eben zu wenig Platz sein sollte. Müssen wir mal gucken, wie wir es am blödsten deichseln. Jetzt brauchen wir aber erstmal Kohlen, frische Kohlen. Und die sind natürlich immer rar in Tropico, zumindest am Anfang. Am Ende dann nicht mehr, da baut ihr dann wie die Blöden, dann kommen die Jungs gar nicht mehr hinterher. Aber es geht ja natürlich schon fleißig voran. Wir können mal schauen. Ich habe Kontakt zu einigen skrupellosen Schmugglern aufgenommen, die gerne mehr Geld für unsere Waren zahlen würden. Na, mehr Geld nehmen wir doch immer an. Und da sollen wir jetzt natürlich auch eine Schmugglerroute hier machen. Ja, die kaufen aber nur. Ja, toll. Zahlen uns gar nichts. Nutzloses Pack. So, 4000 kommt da jetzt rein. Wir könnten mal ein neues Transportbüro errichten, weil das schaut ein bisschen mager aus hier. Schaut's hier aus.
Ja, ihr seht schon, die haben alle im Ausgang ein bisschen was liegen. Das muss alles natürlich auch noch weg. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ich nehme gebildete Bürger. Bürger sind immer gut. Wir bauen ja auch denen ein Eigenheim. So, und schauen wir nochmal. In spontaner Brillanz hat seine königliche Majestät erkannt, wie sich alle Probleme ihrer Insel durch den Bau eines einzigen Gebäudes lösen lassen. Tabakko. Wir brauchen frischen Tabak. Und den können wir sogar. Und zwar machen wir den mal dahin. Zack. So, haben wir gleich mal frischen Tabakko. Was auch gut ist, weil der bringt im Export nämlich auch einen Haufen Geld. Ganz, ganz wichtig. Ja, hier werden auch gleich neue Landhäuser errichtet. Ja. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. Oh Mann. Das sind aber schon Verbrecher, die Jungs, ne? Bezahlt das El Diktator, El Presidente. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym. Ja, ja, ja. Dass El Presidente da eingreift und hier ordentlich das Ruder an sich reißt. Schauen wir mal. Geldtechnisch sind wir auf dem Weg der Besserung. Wir können das uns auch mal angucken. Okay, auf dem Weg der Besserung ist relativ. Wofür geben wir denn am meisten Geld aus? Für Farmen, und zwar für Rinderfarmen. Ja gut, da können wir auch nichts mehr machen. Das Ding erzeugt hoffentlich irgendwie Profit. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Staatskasse, wunderbar. So, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal für den schnelleren Transport ein neues Transportbüro hier oben hin. Es deckt das hoffentlich dann hier alles, was im oberen Teil produziert wird, ein bisschen besser ab, damit die Jungs auch ein klein wenig Entlastung finden können. Viele Menschen opfern ihr Leben für ihre Ideale. Sie müssen bereit sein, das Leben anderer Menschen für ihre eigenen zu opfern. Also als Diktator fällt uns das bestimmt nicht schwer. So, wir brauchen jemanden, der hier Höchstbudget steigt für gestohlenes Geld. Ach, nehmen wir den Tycoon da mal rein. Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Naja, okay, also Schaufeln haben wir jetzt. Das heißt, wir können jetzt Bergwerke errichten, was auch sehr geil ist. Und zwar haben wir hinten ja irgendwas, und zwar ein Bauxitvorkommen. Das würde ich sagen, schröpfen wir doch einfach mal, wenn wir es schon haben. Hier ist auch noch mal was. Das haben wir aber noch nicht entdeckt. Da sollten wir vielleicht doch mal unsere Erkunder hinschicken. Die da mal ein bisschen erschauen. Was ist denn das? Hier ist ja noch eine. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir im Auge behalten. Ich habe versucht, mit den Piraten über unsere Revolution zu sprechen, aber sie haben mich nur ausgelacht. Ja. Vielleicht, weil unsere Flotte noch so klein ist. Ja, 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 das kenne ich. Ja. So, bauen wir noch einen Hafen hin. Zack, locker flockig. Häfen sind ja auch wichtig. Je mehr Häfen, desto mehr Schiffe. Je mehr Schiffe, desto mehr Geld und so weiter. Ihr kennt das ja, ne? So, das Holzfällerlager hat auf jeden Fall viele Baumstämme. Im Ausgang sind auch ein paar. Profit erzeugt das Ding auch mal gar nicht so übel. Und wir können jetzt hier noch ein bisschen was weiter forschen, um irgendwann mal hier unten die Planken zu basteln. Und warum ich einfach so lustlos hier draufklicke, weil im Endeffekt jede Forschung irgendwo wichtig ist und wir alles eigentlich brauchen. Deswegen klicke ich da einfach immer reihum durch und meistens haben wir ja die Zeit, aufgrund des anfänglichen Geldmangels, um hier eben locker flockig mal ein bisschen zu gucken. Was haben wir hier? Eisen. Eisen auch sehr geil. Sehr geil. Brauchen wir unbedingt. So, zack. Eisenmine ist auch am Netz. Für das Vaterland. Jetzt muss ich Tausende ausgeben, wenn die das nicht erkunden können. Eine Katastrophe. Die Revolutionäre verlangen, dass sie den König beleidigen. Ja, machen wir doch, oder? Die beste Beleidigung, die uns eingefallen ist, einem der dümmsten und langweiligsten Tiere Tropikus den Namen des Königs zu geben. Also dem Urutau-Tagschläfer, dem Silberreiher oder dem hiesigen Ameisenbären. Ich finde den Ameisenbär super. Das war ein schrecklicher Fehler, alter Freund. Es ist ein großer Fauxpas, auf die Größe der königlichen Nase hinzuweisen oder etwas Großnasiges nach ihm zu benennen.
tobt vor Wut. Naja, er will die alte Folterkammer im Palast. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt weniger schön. Ja, mein Gott, aber er hat halt einfach eine große Nase. Ne? Was willst du denn machen? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Komm, Tausender ausgegeben, um 5 Meter zu erkunden. Ihre Lage ist ernst, alter Freund. Oh, jetzt hat er sogar die Mandatszeit verkürzt. Ja, das mit der Nase war jetzt wohl eine blöde Idee, ne? So, Bergwerk, zack, hin. Haben wir nochmal ein bisschen mehr Schotter, den wir verkaufen können. Oder in dem Fall Eisen natürlich. So, mal kurz hier anschließen. So, dann läuft das zumindest schon mal. Oder zumindest bald. Ja, ist auch wichtig. Jetzt könnten wir... Ich fürchte, dass Ihre Kolonie im Vergleich mit Ihren Nachbarn Puerto Coco... Wir zahlen das Doppelte, weil ich möchte unbedingt mehr Mandat bekommen. 4 Jahre. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ein bisschen vergesslich, der Typ. Ne? Wir nehmen die Mandatsverlängerung und als nächstes nehmen wir dann noch Geld, weil 5 Jahre reichen locker aus für uns. So, wie schaut's hier oben aus? Das muss alles noch gebaut werden. Ich würde aber ganz gerne... Großartige Neuigkeiten! Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Und alle wir so, mussten yay. Einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte. Ja. Und verloren darüber einige gute Männer. Das haben sie mir in der Grundausbildung auch öfters mal versucht zu erklären. Hat nicht funktioniert. Scheinbar. Offensichtlich, aber naja, wohl, wer weiß. So, Fischerhafen brauchen wir nicht. Wir brauchen hier ein Holzfällerlager. Zack. Weil hier gibt es ja so viel Baumstämme, die wir unbedingt ernten müssen. Ja. Für unser Geld natürlich. Für unser Konto. Ganz wichtig. So, jetzt könnten wir hier natürlich irgendwie noch so ein Transportdings hier reinbauen. Wobei, lassen wir es einfach mal laufen so. Und wir sollten jetzt mal langsam endlich irgendwas exportieren. Ich exportiere mal Fleisch. Dank Ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ich möchte Gebildete. Da ist nämlich noch ein bisschen mau bei uns. Also mit der Bildung, meine ich. So. Was? Ich glaube, das Intellektuellste, was unsere Bürger rausbringen, ist Schwöralter, ja. Das, weil wir haben ja auch immer noch keine Schule, ne? Fällt mir gerade so auf. Können wir auch nicht bauen. Nein! Aber Wachtürme könnten wir bauen. Ja, Wachtürme. Was halt so auf eine karibische Inseldiktatur, ja, so raufpasst, ne? Ein kleiner Wachturm. Schön. Herrlich. Dank ihrer Mühen wächst die Revolution. Ja, komm, nochmal, hau da rein da. Wie gesagt, ich lasse jetzt diese Infodinger, wenn die jetzt zum 8. Mal kommen, ja, dann lasse ich die nicht mehr abspielen, weil das nervt dann euch noch, das mich sowieso. Und, braucht man sich auch nicht mehr anhören, finde ich. So, was machen wir jetzt? Komm, schaut doch eigentlich ganz nett aus. Wir haben jetzt noch einen neuen Hafen bekommen. Baumwolle könnten wir verscherbeln, Kaffee... Gold haben wir noch nicht so wirklich, Planken auch nicht. Das ist natürlich blöd, dass die uns nicht sagen, was davon wir jetzt irgendwie haben. Hier steht eigentlich gar nichts, das finde ich ein bisschen mager. Baumwolle, haben wir nicht ein Baumwollfeld? Das war keins. Du bist Zucker. Zucker, Mais. Wir haben kein Baumwollefeld. Naja, toll. Baumwolle? Wie schaut's aus? Da oben, ja klar. Noch weiter weg haben sie keinen Platz gefunden. Dann müssen wir hier mal ein bisschen erkunden gehen. Am besten bis zu der Mine hier rüber. Nein. So. Schicken wir mal die Army los hier. Müssen wir mal ordentlich was erkunden gehen. So, wie schaut's bei euch aus? Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen und wollte eine Runde Skat spielen. Doch das klappte nicht so ganz. Also erfanden wir in unserer Genialität ein brandneues Spiel. Quartett. Okay. So. Gouverneur, meine speziellen Freunde wollen noch mehr Geschäfte mit uns. Na, dann Hafenlage. Die Pläne seiner Majestät wurden durch Nachschubprobleme verzögert. Um dies auszugleichen, verlangt die Krone nach zusätzlichen Ressourcen aus den Kolonien.
Tabak, hau mal raus. Hammer. Nicht viel, aber ein bisschen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. 5000 auf der hohen Kante ist okay. Nicht schön, aber okay. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja noch in der Kolonialzeit, ne? Also steht ja hier auch ganz, ganz markant. So, und jetzt bauen wir hier mal ein bisschen Baumwolle an. So, am besten hier irgendwie rein. So ein bisschen nach oben. Ja, da. Da möchte ich Baumwolle haben. Ah, ich finde die Musik so herrlich. Das ist so schön. So, es kommen neue Frachter. Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken. Wie schaut es denn aus? Tabak können wir nicht. Jetzt haben wir Ananas könnten wir exportieren. Fleisch exportieren wir bereits. Ananas. Ananas machen wir doch, oder? Ananas, ja. Dauert natürlich jetzt 100 Jahre, bis das alles exportiert ist. Und verschlechtert unseren Ruf zur Krone. Oh, ja, da müssen wir mal kurz zwischenladen. Und das ist mein Stichwort für diesen Part auch schon gewesen. Denn wir machen jetzt ein kleines Päuslein. Ja, bis zur nächsten Folge, würde ich mal so sagen. Ja, und habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.